So, da sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 mit dem guten alten Geralt. Und finde den Schatz mit Hilfe der Hexersinne. Klar, alles kein Problem, doch werden wir machen. Wir müssen aber hier ein bisschen durch dieses sumpfige Gebiet. Ja. Echt geil, ich auch. So, Freundchen. Können wir hier looten? Natürlich können wir hier looten. So, und ich weiß nicht, das nächste Mal machen wir dann, ich weiß nicht, die Hauptquest weiter, man weiß es nicht. Wir können es ja mal testen, aber zuvor, bevor wir dann die Hauptquest machen, möchte ich doch noch das Zeug verkaufen, was wir da haben. Waren wir hier nicht schon mal? Hier waren wir doch schon mal, oder? Ui, hier haben wir was. Öhren. Hä? Was bist denn du für eine? Die kriegen wir locker. Stufe 32, Junge! Jetzt kürzt der Katz, mein Freund. Jetzt kürzt der Katz. So, haben wir dich doch gleich. Ein Schlag noch. So, lala. Ein Riesengockel, verstehst. So, letzte Vorbereitung. Basiliskenhaut, Basiliskengift. Haben wir hier was? Hier, da drüben. Ach, da drüben haben wir es. Da drüben haben wir einen, hat er gemeint. Jo, neue Quest. Sehr schön. Gambeson. Und gehen wir doch ins Inventar. Und checken mal das ab. Sehr schön. Werden aber unsere Ritterrüstung noch ein bisschen, ja, reparieren, ne? Schaut ja nicht so gut aus gerade. So, das ist Anfänger. Okay, das haben wir. Dann nehmen wir mal hier 40. So. Sehr schön. Ja, dann sieht es doch hier recht gut aus. Dann können wir doch, glaube ich, nach Novigrad reisen jetzt, ne? Sprich mit Avalach. Das ist doch ein wenig ein Stückle. Ist Novigrad da hinten? Man weiß es nicht. Anwesen der Wegelbutz. Ach, wir sind total weit weg, ne? So, wir haben ja 30 Fragezeichen, ne? Ich möchte aber nochmal, entschuldige. Ich möchte hier aber doch nochmal entlang. Um schauen, ob hier Fragezeichen sind. Nicht, gehen wir hier nach oben, dann machen wir die hier mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30. 30. Ach, wir haben 32, wir haben 30. Ja, ich habe jetzt 32. Okay, das wären dann die da oben. Dann hätte ich doch nochmal gepflegt. Aber da ist auch noch ein Ausrufezeichen. So, Nebelquest. Sammle sie alle für vollständige, die gewinnen kann.
Werden wir vermutlich nicht ganz schaffen. Auftrag vermisster Bruder. Die könnte man noch machen, aber es lichtet sich wahnsinnig. Es lichtet sich wahnsinnig, Freunde. Haben wir hier noch zwei, allerdings Stufe 35. Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt. Was sprich mit Bruno? Da hatten wir schon zwei vermisste Brüder. Okay, dann gucken wir aber nach diesem Ausrufezeichen. Denn das muss ja hier irgendwo theoretisch sein. Oder ist das auch ein Bug? Ich vermute mal, dass es dann da drüben weitergeht. Dann mit dem anderen DLC. Ach, hier haben wir das Ausrufezeichen. Ja, dann gehen wir doch dahin, hat er gemeint. Dann machen wir hier allerdings eine Schnellreise hin. Obwohl, hier haben wir einen Händler, ne? Ja, dann reisen wir mal hier hin gepflegt. Beziehungsweise wir reisen nicht hin, sondern wir laufen. Aber wir können ja auch unsere gute alte Plätze mitnehmen. Plätze. So schön. Die gute alte Plätze. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ja, ihr kennt mich mal. Nicht mit mir, Kollegen. Ups, falsches Eck. Ich bin doch hier entlang. So schön, was wartet da auf uns? Sind das Gegner? Ist nochmal solche Lackaffen. Betrunkene, die können mich aber mal. Da reiten wir mal vorbei. Ich denke, ihr werdet es mir verzeihen. Ihr könnt die eigentlich auch mal kaputt machen, ne? Hier waren wir schon mal, ne? Jo. Halt, darüber müssen wir. Beweg dich. Ich hoffe, das ist kein Händler, der wo hier nur in der Gegend rumläuft. Sondern quasi ein festes, so mit Stand. Und Mordsbrücken, ne? Nix aus Stein, ne? So. Nee, das müssten Feste sein, sehr schön. Die eigenen Furze scheinen nicht zu stinken, aber daran darf man nicht. Stimmt, da hast du recht. Eigengestank ist nie so schlimm wie der Gestank von Fremden. So, servus. Willkommen, willkommen. Was hältst du von ein paar Runden, Quint? Na. Willst du mir nicht erstmal was verkaufen? Meine Waren haben keine Beine und laufen nicht weg. Die Karten auch nicht. Wollen wir jetzt Haare spalten oder Gwint spielen? Hm? Ich will was kaufen, du Trottel. Ich möchte mir dein Angebot ansehen. Ah, na gut. So, lala. Was hat denn der 178? Der ist sogar besser als meiner. Der hat nur 178, das ist ja nicht die Welt. Ja, dann haben wir mal den ganzen Rotz hier weg. Was wir sowieso nicht brauchen. So, Pferdenleser können wir weg. Freischläfer langt leider nicht mehr. Fgarische Rüstung. Die könnte man noch verkaufen. Schützengambeso. Ist doch immerhin ein wenig was, ne? Immerhin ein wenig was hat er gemeint. So. Hier verkaufen wir das Fläschle. Nein, die leider können wir nicht mehr verkaufen.
Okay, was soll's. Trotzdem danke. Ich sollte gehen. Wenn du mal einen Gegner für Gwind brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, da hast du was gesagt, ich brauche Gegner und kein Opfer, du Schnalde. So, entschuldige. Wir werden... Warte mal. Nee, hier können wir nicht schnell reisen. Wir machen unseren nächsten Stopp. Wo machen wir den hin? Im Karai. Alter, wir sind ja schon ganz schön stücklerweg, ne? Ich glaube, da machen wir doch eine kleine Schnellreise, oder? Oder was? Wir gehen da mal hin. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr Plätze. Was macht ihr mit meinem Pferd? So, Plätze. Schneller. Die Wegelburt, da gehen wir mal darüber zum Anwesen. Da waren wir ja da schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, da müsste doch theoretisch auch noch eine kleine Quest geben, oder? Wir schauen jetzt einfach mal vorbei. So, Plätze, du bleibst mal hier. Sei gegrüßt. Da müssen wir reinkommen, oder? Ah, guck mal, wie schön das hier ist. Oh, guck mal, voll schön. Genau, hier bin ich ja mit der Jen. Ne, mit der Triss war das. Bin ich geflüchtet? Hi. Hm. Aufschließen, verschlossen. Aber schöne Stelle haben die hier, ne? Für ihre Pferde. Gut, wer so ein Anwesen hat, ne? Dem lang da gute Scheune. Ah, da haben wir damals gefeiert. Da gab es ja das All You Can Eat Buffet, ne? Ich glaube mit 80 Gängen. Alter. So. Mal gucken, vielleicht treffe ich hier jemanden von meinen alten Kollegen. Aber wie schön das ist. Ey. Ingrid. Hallo. Hi. Boah, so ein Garten, ey. Wenn du so einen Garten hast, ey, da kommst du ja gar nicht mehr fertig mit dem Rasenmähen. Hier ist so eine kleine, ja. Tribüne. Könnten es aber nehmen wir die hier nur anscheinend nur zum Gewinnspielen. Das Anwesen, das ist schon Bombe, ne? Das ist schon Bombe. So, jetzt gehen wir dann auf. Schauen, vielleicht kommen wir doch hier rein. Jo. Hallo. Geht's dir hier? Sehr schön hier, ja. Danke der Nachfrage. Fort mit dir. Ja, ja. Okay, hier gibt's nur Zeug. Ich bin den Schlüssel benötigt. Ach ja. Hier gab's doch damals den voll den übelst krassen Mord, ne? Wo ist hier? Yo, die hängt immer noch hier. Wieso bindet die Kanne weg? Und begräbt sie dementsprechend. Wo aufnehmen? Was haben wir hier? Perlen des Nordens, das hat jetzt doch ein wenig. Waren wir hier unten schon mal? Eine Städterin, du wohnst hier anscheinend. Was willst du von mir? Ist das hier? Schon wieder Kopfweh. Das Kochding hast deine. Warum du ich. Schwein. Was? Sehr cool. Hier ist anscheinend, ja, die Küche kann man das Küche nennen. Ui, war ich hier schon mal? Wird ein Schlüssel benötigt, aber hier waren wir, glaube ich, noch nie, ne?
Okay, wir kommen hier gerade gar nicht mehr weiter. Gut, dann geht's wieder nach oben. Sehr schön, okay. Schade, hier gibt es dann gar keine Quest mehr anscheinend. War das mehr oder weniger dann nur eine einmalige Sache? Mein Kind ist krank. Echt? Wieder eine schlaflose Nacht. Außer wir finden hier noch irgendwo einen Eingang. Schaut aber nicht so aus. Okay, dann halt wieder nach draußen. Aber das Mal machen wir eine kleine Schnellreise, hätte ich gedacht. Warte mal, wo wollte ich denn noch hin? Ich wollte da noch hin, entschuldige. Naja, neues von den Wegelputz, Alter. Ich wollte nochmal darüber, vielleicht war da noch irgendwas Besonderes. Genau, hier kann ich mich erinnern an den Ort. Da ging es nämlich damals recht zur Sache. Mit so nackere Weiber. Die allerdings nur getanzt haben. Ne, also es war schon alles. Das ist auch schön. Ja, es ist schon recht schön hier, ne? Mal im Ernst, wie viel Gärtner brauchst du für so ein Anwesen? Du brauchst doch locker 3-5 Gärtner, oder? Um das alles hier in Schuss zu halten. Ey. Junge, Junge, aber wie gesagt, sehr, sehr cooles Anwesen. Ja, da brauchst du locker 3-5 Gärtner. Hallo. Nilfgaard ist nach Skellige gesegelt. Radovid besetzt Novigrad. Es ist Krieg, Hexer. Ich weiß. Das musst du mir nicht sagen. Frag mal, was ich hier seit 400... Hallo. Hä? War ich hier schon mal? Ein Sekret aus dem Anus von einer Art geflecktem Wiesel. Sehr teuer. Was? Wie ekelhaft. Meine Liebe, jeder feine Duft braucht eine ekelhafte Komponente. Hier so eine Brauerei, so, ne, für Tränke und so. So, das ist jetzt so geblinzt. Aufnehmen, was ist da drin? Öhren. Alter, wir werden niemals diese zwei Öhren bekommen, ne? Es ist schon richtig schön hier, ne? Ah, gefällt's mir. Aber hier ist dann auch mal zu Ende. Okay, dann genug der Rede. Wir machen eine Schnellreise, Freunde. Wir machen eine Schnellreise und zwar genau hierhin. Oder komm, mach mal hierhin. Nämlich, das ist auf dem Weg dann zum Ausrufezeichen. Sind da noch einige Händler? Da möchte ich da wegen meinem Glump verkaufen, nicht, dass wir dann irgendwann überbelastet sind an der Hauptquest. Und das wäre dann doch ein wenig blöd. So, Mai sind die schnell. Hi. So, wir machen die erste Markierung. Ich glaube, das ist sowieso nur hier so ein... Der behauptet, Hexern wären die Sorgen gewöhnlicher Leute egal. Was? Die so müde? Ich hoffe, das... Ich glaube, das ist nur so ein reisender Händler. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, ah, und wieder ein Bug. Ist das schön. Okay. Oh, momentan wirklich sehr, sehr verpackt. Das Ganze. Dann gehen wir doch hier hin, hat er gemeint.
Ist ja wurscht, wir werden ja sowieso nach Novigrad müssen. Von daher, ob es jetzt 20 Meter mehr nach links oder nach rechts läuft, ist das auch wurscht. Ach nee, da ist der Typ, ne? Der mit die Stoffdinger. Quasi diese Transe, ne? Transe nenne ich es mal. Ja, Transe ist es eigentlich nicht. Er mag halt Frauenkleider. Hey, Kumpel. Alles fit? Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Klar. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Ach, der ist einfach cool. Sodala. Der hat nur 205. Ach Gott, da können wir ja auch nichts verkaufen, ne? Doch, das rotzige Schwert. Immerhin hat er gemahnt. Immerhin. Jetzt hat er noch 89. Ach, können wir aber auch nichts. Überlegene Katzenstiefel. Da habe ich ja auch nichts, ne? Siehst du mal, was wir schon bei dem alles verkauft haben? Schau mal her. Geh rüber. Junge. So. Bis dann. Ach ja, Kleinvieh macht halt Armes, hat er gemacht. Wo sind wir jetzt? Hä? Hier raus, ne? Jo. Mein Bruder ist in Temerien. So, auf zum nächsten Ausrufe, zum nächsten Händler. Jo, da können wir. Können wir eigentlich gleich hier Wegpunkt machen, ne? Verfügbare Quest. Wegpunkt. Aber das sind ja auch nur Händler, ne? Unterwegs, die nehmen wir natürlich noch alles mit. Ah, bitte Novigrad. Was? Mahlzeit. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln, es reicht für alle. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Was, gegen den haben wir noch nicht gespielt? Gleich mal eine Runde dreschen da. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Komisch, gegen den haben wir noch gar nicht Gwent gespielt. Monster machen wir mal nicht. Wir nehmen mal die nördlichen Königreiche. So, er hat Kaiserreich Nilfgaard. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir können das locker austauschen. Ansonsten lassen wir es mal so. So, ich bin am Zug, Kollege. Ich bekomme noch zwei hinterher. Sehr schön. Nein. Okay, der wird sich gedacht haben, was ich kann, was der kann, ja. Okay, mein Freund. Machen wir mal eine normale Partie hier. Nein. Nein. Okay, mein Freund, okay. Du hast es nicht anders gewollt. Gegner passt. Der Gegner passt, hat er gemeint. So was, was? Dann passen wir halt auch. Yes, 1-0 für uns. Und das müsste reichen. Normalerweise, das müsste normalerweise echt reichen.
Denn wir haben Monsterkarten. Wir haben sehr, sehr starke Karten. So. Packen wir es. Jetzt bin ich gespannt. 10er Karte, ja. Sagen wir es mal so, beeindruckt mich jetzt. Wären keine Abschiedskarten, Helden, Sonderkarte. So, was haben wir denn hier? Komm, wir sind mal ganz lustig. Wir nehmen die. Dann hat er 14. Bekommen aber 2 Karten. Sehr schön. Und das war ein guter Zug von mir eigentlich. Denn jetzt können wir ordentlich loslegen. Yes! Und ganz ehrlich, das haben wir gewonnen. Das müssen wir gewonnen haben. Auch wenn er jetzt hier mit einer 10 daherkommt. Das dürften wir uns nicht mehr vom Brot nehmen lassen normalerweise. Kleiner Lulatsch. Ja, und das sieht man auch, dass er wirklich. So, das stört den Nahkampf des Gegners, wenn die Gesamtstärke der Nahkampf mindestens 10 beträgt. Dann warten wir noch ein bisschen ab. Ja, der hat keine Chance. Ich bin einfach zu stark für den jungen Mann. Einfach zu stark. Der weiß sich ja auch nicht mehr zu helfen. Ne? Großartig. Der weiß nicht, sich nicht mehr großartig zu helfen. Was? Dann hauen wir die Karte raus. Dann hat er jetzt nämlich gar nichts mehr. Der muss nämlich jetzt kommen. Ja, Sixtus hat er gemahnt. Bam. Keine Chance. Sehr, sehr cool. Ich freue mich. Yes, Alter. Komm, wir machen jetzt eine richtig geile. Ja, was willst denn du? Warte mal, was ist eigentlich unser Anführer? Ach, das trifft sich gut. Das trifft sich gut. Hab jetzt zerstören richtig, Freunde. Weil wir es können, Freunde. Weil wir es können. Gegner passt. So, was? Jetzt nehmen wir unsere Karte. Wenden sie an. Und dann machen wir nochmal richtig Halligalli hier. Und zwar mit dem. 107. Yes. Und mit dem. 132, ja! Sehr geil, einfach nur zerstört den guten Mann. Was bekomme ich von ihm? Verrottete Mangonell. Gucken wir doch uns gleich nochmal an hier. Mangonell. Um genau zu sein, ein verrotteter Mango. Ich bin ja eigentlich. Oh, wir haben hier voll gute Karten, ne? Ich bin ja eigentlich. Also, man kann ja davon ausgehen, dass die Karten jetzt nicht die besten sind, wo wir da bekommen haben. Wo ist der? Monster ist es auch, ne? Kaiserreich Nilfgaard. Na, den haben wir. Ja, ist okay, ne? Ist okay, jetzt verkaufen wir noch bei dir. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln, es reicht für alle. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Und dann machen wir nämlich hier auch den kleinen Cut. Zeig doch mal.
500, willst du mich verarschen? Warte mal, das eine brauchen wir doch, oder? Raunenlikör, yo. Sehr cool. Okay, 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 dann hoffen wir doch. Jetzt hat er 622, der gute Mann. Bäm. Hexenjägerrüstung 111, komm. Der hat zwar die Glyphen drauf, aber komm. Weg, hat er gemeint. Eine nifgardische Rüstung brauchen wir auf jeden Fall noch. Magier Kyras. Reicht leider nicht mehr, aber die können wir verkaufen. Sehr schön. Dann können wir doch hier noch locker das ein oder andere verkaufen. Das zum Beispiel. Und das, sehr schön. Dann hat es doch wunderbar jetzt geklappt, Freunde. Cool. Bis dann. Ich freue mich. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sag bye bye und dann bis morgen zu The Witcher 3. Euer Franconia. Servus.